Hallo zusammen! Die wichtigste Funktion am Keyboard ist eigentlich die Direct Access Taste. Mit dieser Taste kann ich zur gewünschten Funktion gleich die richtige Menüseite aufrufen. Beispiel: Ich möchte gern den Vokalisten ändern, also den Akkord meiner Begleitstimme. Oder ich möchte den Einsatz der Live-Control-Tasten ändern. Wie komme ich zu diesen Funktionen? Mühsam über Funktionstaste, Menüseiten, alles viel einfacher. Direkt Access-Taste gedrückt halten und die gewünschte Funktion aufrufen. Und schon ist im Hauptbildschirm die richtige Menüseite eingeblendet und ich kann meine Einstellungen vornehmen. Ich zeige euch einmal einige kleine Beispiele. Ich möchte gerne meine Effektsektion ändern, also die DSP-Seite. Direkt Access gedrückt halten, DSP, und schon bin ich auf der richtigen Einstellseite. Ich möchte gerne meinen Vocalizer ändern. Direkt Access, und schon bin ich in der Einstellung meiner Harmoniekategorie oder des Typs meiner Begleitstimme, also welchen Akkord ich gerne mit meiner Begleitstimme hören möchte. Ich möchte Einstellungen für das Multipad vornehmen. Direkt Access und schon bin ich in meinem Editionsmenü Multipad. Anderes Beispiel: Einstellmöglichkeiten für den Music Finder. Schon bin ich zum Beispiel im Suchmenü. Ich möchte meinen Audioplayer aufrufen. Schon bin ich, wenn ich einen USB-Speicher eingesteckt habe, auf der Audioseite. Direkt Access und USB. Schon bin ich auf der Seite, um meinen USB-Stick zu sichern oder zu formatieren. Wer möchte schon gerne umständlich in der Bedienungsanleitung lesen? Auf der Seite 106 sind alle Einstellmöglichkeiten, die ich mit dem Access-Direktzugriff erreiche, aufgezählt. Aber ich denke, die legen wir weg und wir versuchen es einfach selbst. Sound drücken, schon bin ich im Voice-Set-Filter und so weiter. Viel Spaß mit dem Probieren.